Krankheit ist ein seltsamer Begriff. Wenn man irgendjemand, egal wen, fragt, weißt du, was Krankheit ist, dann sagt er meistens spontan, ja, natürlich. Aber wenn man dann genauer nachfragt und es erklärt haben will, also was bedeutet jetzt Krankheit, dann streiten sich sogar die Fachleute und werfen dann mit irgendwelchen Begriffen um sich oder fangen an, den Krankheitsbegriff als solchen zu diskutieren. Und dann läuft es im Endeffekt auf eine ähnliche Diskussion hinaus wie jetzt bei, sagen wir, Verstand, Vernunft, Klugheit, Dummheit. Da weiß man auch immer ganz genau eigentlich, was es ist, wenn jemand sagt, mei, das ist aber dumm, was bestimmte Leute tun. Aber wenn man dann versucht zu erklären, was Dummheit im Grunde ist, dann tut man sich sehr schwer. Dann findet man immer nur Beispiele und sagt, ja, das und das ist dumm und dies und das ist dumm und das ist nicht dumm. Aber man kommt nicht dahin, dass man sagt, Dummheit ist folgendes Punkt. Ja, also mit der einfachen Definition im Sinne von einem philosophischen Satz, das auszudrücken. Obwohl, vielleicht ging's. Aber bei Krankheit ist nur ein anderes Beispiel, ist noch zum Beispiel Hass oder Liebe. Wenn man da fragt, ja, also jeder weiß, was es ist, aber es verliert sich dann in Fallbeispielen, wo man nicht genau weiß, ob es mit dem Thema überhaupt das Geringste zu tun hat. Dann kann man zum Beispiel definieren, wenn jemand im Internet die Regierung kritisiert, dann ist es Hass. Aber wenn jemand dann dagegen redet und die Regierung verteidigt, dann ist es nicht Liebe. Also ist da irgendwo in der Mitte dazwischen etwas verloren gegangen, was man mit Definition oder Debatte irgendwie nicht fassen kann. Ähnlich ist es bei Krankheit. Da kann man jetzt auch sagen, krank ist jemand, der nicht gesund ist. Aber was ist dann Gesundheit? Wir erleben das ja jetzt im Zuge dieser Kampagne, die seit 2,5 Jahren läuft, dass plötzlich jede Menge relativ junge, gesunde Leute auf einmal einen Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirnblutung, Thrombosen oder irgend sowas kriegen und dann tot umfallen. Da könnte man jetzt sagen, ja, sind die krank gewesen? Na, eigentlich nicht, weil die waren ja gerade noch gesund und dann waren sie tot. Also ist gar keine Zeit geblieben, um krank zu werden. Dann könnte jemand anders sagen, ja, aber die haben bestimmte Stoffe sich in den Körper einbringen lassen, die sie grundsätzlich krank gemacht haben, auch wenn sie es nicht gleich gemerkt haben. Viele haben es gemerkt, andere halt nicht. Und dann kann man aber wieder nicht unterscheiden, wenn jetzt jemand diesen Stoff im Körper hat, und das sind ja Gott sei Dank die meisten, und dem passiert überhaupt nichts, ist der dann auch krank oder ist der gesund, obwohl er die gleichen Merkmale aufweist wie jemand oder die gleichen Voraussetzungen hat wie jemand anders. Also es ist nicht so leicht. Da hat man sich dann irgendwann damit beholfen, dass man halt als aufgeklärte, wissenschaftliche oder vernünftige Gesellschaft gesagt hat, man kann vielleicht Gesundheit definieren. Gesundheit bedeutet Wohlgefühl, also man fühlt sich von keinem Mangel oder irgendwas körperlich beeinträchtigt in irgendeiner Form. Und es gilt sowohl geistig als auch körperlich, also man hat weder übertriebene Angst noch irgendwelche Zwangsvorstellungen, irgendein Wahn oder irgendeine Hysterie, was übrigens auch mal als Krankheit definiert worden ist vor 120 Jahren oder so, ähnlich wie alle möglichen Neuralgien und was da gegeben hat. Aber egal, jedenfalls so kann man vielleicht Gesundheit definieren. Ist aber dann auch wieder schwer, weil wenn in dieser Form jemand gesund ist und 3 Monate später stellt man fest, der hat schon seit 5 Jahren einen Krebs, den er halt nicht bemerkt hat, war der dann gesund? Also auch hier wird es schwierig, wenn man das von der anderen Seite her aufzäumen will. Vielleicht ist es, das kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht ist es am vernünftigsten, das tatsächlich auf ein subjektives Empfinden zurückzuführen und zu sagen, wenn einer sich nicht krank fühlt oder schlecht fühlt oder malat oder irgendwie durch etwas befallen, was ihn schädigt, dann ist er gesund. Und andersrum, wenn jemand irgendwie sowas hat, dann ist er krank. Dann gibt's aber immer wieder so Phasen in der Welt, in der Menschheitsgeschichte, wo diese Definitionen umgedreht werden und dann gleich in so fanatische Extreme hineinlaufen. Das hat oft oder gern mal einen religiösen Hintergrund. Wenn man beispielsweise den Hexenwahn mal nimmt oder auch diese Phasen der extremen Judenverfolgung, dann stellt man fest, dass hier Begriffe in ihr Gegenteil verkehrt worden oder von der genau gegenteiligen Seite her definiert worden sind, indem man dann irgendwann gesagt hat, also wer nicht eindeutig bewiesen hat, dass er keine Hexe ist, der ist eine Hexe oder ein Hexer halt oder Ketzer. Und genauso, wenn man nicht eindeutig beweist, dass die Juden nicht an allem schuld sind,
dann bleibt das bis dahin die Behauptung einfach wahr, weil sie nicht widerlegt ist. Normalerweise würde man sagen, das ist ja völlig idiotisch, aber der religiöse Wahn funktioniert halt so, dass man zum Beispiel auch, wenn man einem Glauben anhängt, diesen Glauben ununterbrochen unter Beweis stellen muss. Also jeden Tag beten, weil man zwar sagt, der Gott, den ich da anbete, der ist grundsätzlich milde und menschenfreundlich, aber wenn ich nicht gehorche und meine Hingabe ständig bekenne und es ununterbrochen unter Beweis stelle, dann bin ich damit entlarvt als Ungläubiger. Und ähnlich kann das auch passieren mit Krankheit und Gesundheit. Da hat man jetzt zum Beispiel vor einigen Jahren, ganz konkret vor 3 Jahren, angefangen damit zu predigen, wenn jemand nicht nachweist, dass er gesund ist, dann ist er krank. Dafür hat man dann sogar Testverfahren erfunden, die an sich, das ist inzwischen längst belegt und hat man eigentlich von Anfang an gewusst, die überhaupt nichts aussagen können über Krankheiten. Aber weil man gesagt hat, wir leben im Zeitalter der Wissenschaft und der Mensch selbst kann sowas gar nicht feststellen, ob er krank ist, sondern dafür braucht es Tests, hat man diese neue Kategorie eingeführt und hat dann gesagt, also es ist eigentlich jeder krank, der nicht durch einen Test nachgewiesen hat, dass er gesund ist. Es hatte irgendwo auch einen logischen Hintergrund, hat aber dann wie jeder religiöse Fanatismus zu Auswüchsen geführt, die man als Außenstehender irgendwie kaum begreifen kann. Und man hat dann vollkommen gesunde Leute in Hausarrest gesperrt, und zwar millionenfach, aufgrund von einem ungeeigneten Test, weil sie einem ungeeigneten Test zufolge als krank identifiziert worden sind, obwohl sie vollkommen gesund waren. Und hat es damit gerechtfertigt, dass durch das Einsperren, durch den Hausarrest für vollkommen gesunde Menschen, andere Menschen davor geschützt werden, dass sie ebenfalls vollkommen gesund eingesperrt werden. Weil das im Endeffekt darauf hinausgelaufen wäre, dass man eine gesamte Bevölkerung, die vollkommen gesund ist, zum allergrößten Teil, einsperren muss, um diese Bevölkerung davor zu schützen, dass sie grundlos oder vollkommen gesund eingesperrt wird. Das ist in einer Weise widersinnig, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann, die aber in der Situation völlig logisch wirkt. Dann hat man da auch alle möglichen Sachen ausgeblendet. Zum Beispiel gab es ganz am Anfang dieser sogenannten Pandemie, als die ausgerufen wurde, Versuche an Kliniken, dass man Therapiemöglichkeiten herausfindet, aber dafür hätte man Kranke gebraucht, damit man halt so Versuchsreihen durchführen kann. Und da hat sich herausgestellt, man findet einfach keine Kranken. Und daraus hat man aber nicht den Schluss gezogen, oh, offensichtlich ist es eine sehr seltene Krankheit, sondern hat sich dann wieder auf diese Tests berufen, hat gesagt, naja, aber wir haben ja Millionen positive Tests, also sind alle, fast alle krank irgendwie. Man kann aber in ihnen halt keine Therapie ausprobieren im klinischen Umfeld, weil sie keine Symptome haben oder weil sie in Einzelfällen Symptome haben, die man überhaupt nicht zuordnen kann, weil das kam noch dazu, die Krankheit hatte gar keine speziellen Symptome, man konnte die halt nur so feststellen. Und egal, wie man das jetzt im Nachhinein sieht, es hat sich dadurch jedenfalls so eine allgemeine Mentalität eingebürgert, dass Krankheit bedeutet die Abwesenheit eines negativen Tests auf irgendwas. Ist jetzt ganz egal was, das kann im Grunde jede Kontamination mit irgendetwas sein, durch die man dann als krank gilt, und lediglich, wenn man einen negativen Test auf alles vorweisen kann, dann ist man momentweise gesund. Aber halt nur so lang, bis man dann sagt, okay, wenn du jetzt zufällig aber so ein Bakterium dir direkt nach dem Test eingefangen hast, dann kann der Test das gar nicht mehr feststellen. Also möglicherweise bist du 10 Sekunden nach dem Test schon wieder krank. Du musst eigentlich genauso wie der religiöse Fanatiker ununterbrochen beten muss, so musst du dich eigentlich ununterbrochen testen. Jetzt heißt es ja gern, dass man mit dieser Pandemie, dieser speziellen, da in einem endemischen Zustand oder endemischen Phase sind. Und das Wort Endemie ist auch in Bezug auf die Beurteilung von Krankheit und Gesundheit vielleicht ein gar nicht so schlechter Begriff. Weil man sagen könnte, diese Einstellung oder diese Haltung, dieser Glaube ist vielleicht das beste Wort, dieser Glaube, dass der Mensch nur dann gesund ist, wenn er unmittelbar negativ getestet ist auf alles, die hat sich jetzt endemisch verbreitet und wir haben ein Bild vom Menschen dadurch kollektiv implantiert sozusagen, dass der Mensch grundsätzlich krank ist und zwar nicht nur als Individuum und als Gesellschaft,
sondern insgesamt als Art. Er kommt auf die Welt, auf den Planeten, in dem er geboren wird und ist krank und muss dauernd therapiert und getestet werden. Und davon ist nur noch ein kleiner Gedankensprung dann zu dem nächsten Glauben, dass der Mensch insgesamt eine Krankheit ist. Das geht nicht direkt logisch daraus hervor, aber der Gedanke liegt nahe und dieser Gedanke verbreitet sich jetzt ebenfalls religiös, dass der Mensch an sich eine Krankheit ist. Dafür findet man dann durchaus gute und plausible Belege, wenn man zum Beispiel sagt, der Mensch zerstört die Natur und zwar offenbar macht er das inhärent sozusagen. Es liegt ihm inne, da schaut man sich gewisse Industriegebiete oder Kohleabbaugebiete oder sowas an und könnte dann sagen, ja, oh, also der Mensch ist wirklich eine Krankheit für diesen Planeten. Dabei übersieht man aber natürlich, dass es nicht der Mensch ist, sondern eben die Industrie, der Kapitalismus, der Fortschrittswahn, der Wachstumswahn. Also lauter Dinge, die jetzt nicht unbedingt natürliche Eigenschaften einer Tierart wie des Menschen sind, sondern die eher Ideologien sind oder halt, ja, wie könnte man sagen, Ansätze mit der Welt umzugehen. Also da könnte man vielleicht eher sagen, der Mensch ist befallen von einer Krankheit, in dem Fall eine geistige oder mentale Krankheit, die ihn dazu treibt, es für normal zu halten, dass alles immer weiter wächst und immer mehr wird, dass man die Natur ausbeutet, bis sie halt weg ist und dann woanders hingeht. Was möglicherweise sogar historische Wurzeln hat, weil die Menschen sind ja auch schon in sehr frühen Zeiten immer aus der Gegend, wo sie alles ausgerottet oder aufgegessen hatten, dann woanders hingezogen, wo noch was war, was sie essen konnten. Allerdings mit dem Nebeneffekt, dass sich die Gegend, wo sie hergekommen sind, natürlich wieder regeneriert hat. Das ist bei manchen Dingen, die der Mensch heute tut, schlichtweg nicht möglich, zumindest nicht auf kurze Sicht. Aber jedenfalls, bevor ich zu weit abschweife, der Mensch wird also dann als Krankheit definiert, weil er selbst durch und durch und von Natur aus krank ist, hat er mit dieser ganzen Welt insgesamt nichts zu tun und ist eine Krankheit. Schadet er grundsätzlich der Welt und kann somit als Krankheit definiert werden. Jetzt sind wir, wie gesagt, in diesem endemischen Zustand angelangt. Und die Leute, die an dieser ganzen Sache schuld waren, also die Täter selbst, aber auch ihre fanatischen Mitläufer, die stehen jetzt irgendwie so am Rand rum, ein bisschen verschämt und winken dann immer so ab, so, naja, lass uns nicht mehr darüber reden, es war halt so und scheiß drauf. Und glauben, dass jetzt damit dieser Wahn oder diese religiöse Phase endgültig überwunden ist. Und manche glauben sogar, dass man was daraus gelernt hat und dass man das jetzt aufarbeiten kann und dann noch weitere Lehren daraus ziehen. Es ist aber vielleicht ein bisschen so ähnlich wie mit dem Schwimmen. Die Täter, die das alles ausgelöst und betrieben und durchgeführt haben, egal aus welchen Motiven übrigens und ob das jetzt alles planvoll war, glaube ich im Endeffekt auch nicht. Aber da kann man drüber streiten, man weiß es nicht genau. Aber diese Täter jedenfalls, die haben durch dieses Experiment und durch diese Geschichte so im übertragenen Sinne schwimmen gelernt. Und wenn ein Mensch zum Beispiel mal schwimmen gelernt hat, dann kann er das nicht wirklich, zumindest nicht, dass ich wüsste, wieder verlernen. Wenn man das nächste Mal in ein Wasser hineinschmeißt, dann schwimmt er automatisch. Und das heißt auch, dass diese Sache, die wir da jetzt erlebt haben, 3 Jahre lang, selbst wenn sie in Teilen jetzt wieder vorbei ist, was übrigens auch nicht unbedingt gilt, weil die Voraussetzungen dafür sind ja noch da, selbst in gesetzlicher und verfahrensrechtlicher Hinsicht. Aber jedenfalls sollte man nicht sich der Überzeugung hingeben, weil einige Teile davon jetzt, wie man immer gesagt hat, gelockert sind, ist das für immer aus der Welt. Im Gegenteil, es ist als Möglichkeit so da, wie der Mensch eigentlich immer alle möglichen Krankheitskeime in sich trägt. Und wenn er sich gegen gewisse davon dann als vulnerabel erwiesen hat, dann können die immer wieder ausbrechen. Oder eben anders gesagt, wenn er mal schwimmen gelernt hat, jetzt als einer der Herrschenden, dann kann er dieses Schwimmen jederzeit reaktivieren. Er kann es nicht wieder verlernen. Und daraus resultiert, dass man, nachdem so eine Phase dann war und sich wieder abgeschwächt hat, auf jeden Fall eines ganz dringend braucht, und das ist eine im Vergleich zu vorher, wo das noch nicht da war, immens erhöhte Vorsicht und Wachsamkeit bei denen, die Opfer von dem Zirkus geworden sind oder in Zukunft drohen, die Opfer von dem zu werden. Und jetzt bin ich trotzdem ganz schön abgeschweift. Aber vielleicht kann man es so dann noch sagen als Schlusswort.
diese Aufmerksamkeit und diese Wachsamkeit auf Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass sich da jetzt wieder sowas ereignen könnte, die schließt vielleicht auch ein, dass man eine neue Diskussion anfangen muss und vielleicht eine andere Einstellung dazu kriegen, wie man die Frage beantwortet, was ist eigentlich Krankheit? Kann es wirklich sein, dass man Krankheit über diesen Umweg definiert, dass ein geeignetes oder ungeeignetes Messinstrument uns das sagt, oder sollten wir vielleicht wieder lernen, uns unmittelbar gegenüberzutreten und zu sagen, naja, mir geht's gut, also bin ich gesund, dann bin ich automatisch nicht krank. So wie ja auch die religiösen Fanatismen früherer Zeiten, ob es jetzt Hexerei oder Ketzer oder sonst was ist, doch zumindest phasenweise und für manchmal längere Zeit wieder überwunden werden konnten, indem man ein bisschen Abstand genommen hat und gesagt hat, ist das wirklich Glaube oder Gläubigkeit oder Gottesfurcht oder richtiges Verhalten, oder brauchen wir ein neues Verhältnis zu uns selbst und der Welt? Könnte vielleicht auch in der Hinsicht zumindest lehrreich sein. Heute ist übrigens Sonntag, deswegen sind die Gedanken so sonntäglich. Und während ich dieses Video jetzt aufgenommen habe, hat mich tatsächlich eine Mücke gestochen, woraus man auch lernen kann, dass man seine Aufmerksamkeit... naja, okay, na, daraus lerne ich jetzt gar nichts. Und der Mückenstich ist zum Glück ja auch keine Krankheit.